Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin hier in Empire Total War mit der Darth Mod und der Preußen-Kampagne. So, jetzt hatte ich mir ein paar Gedanken gemacht. Also zum einen, ich weiß nicht genau, wie viel Kohle das hier eigentlich abwirft. 1600? Auch 1600. Nee, Moment mal. 1200. Ja gut, dann reißen wir das Ding ab. Weil, da haben wir noch Katholizismus. Und das Kirchending macht die irgendwie glücklich, die Leute. Dann sollen sie ja Kirchending haben. Ja, das ist die alte Stütze des Staates in der alten Zeit. Kirche und Militär. Oder immer wieder gern zieb gebracht. Das alte Zitat sagt der Graf zum Pfarrer. Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Ist übrigens kein Witz, also der Spruch so, aber auch zum Beispiel in den preußischen Gesangbüchern, da steht auch schon direkt auf Seite 1 drin, man soll gefälligst demütig sein und ein braver Bürger und tun und mache, was man gesagt bekommt und ja nicht aufmucke. So, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen, also entweder könnte ich mit diesen Garnisonstruppen die hier angreifen, was extrem lustig wäre, aber auf offenem Feldschlacht gegen Kavallerie halte ich für eine blöde Idee. Also, stärkt man lieber die Garnison. Ich glaube zwar nicht, dass die noch in der Lage sind, da irgendwas groß zu reißen, aber sicher ist sicher. Warum krieg ich noch einen dazu, Bub? Den fehlt es ja vor allem schon an der Infanterie, damit sie überhaupt die Mauern stürmen können. Und der Rest, der kann draußen gucke, blöd gucke. Ja, die Kanone können vielleicht ein Loch reinschießen, reitet die Kavallerie in die Innenhof mit Zusammengeschoss. Also da mache ich mir jetzt irgendwie keine Sorgen. Die hungern mir jetzt geschmeidig aus. Ich muss wohl schon ausbauen. Aber da war noch was anderes. Da läuft das auch. Genau, die wollte ich nämlich nach Korsika bringen. So, sehr schön. Bekehrung, die mobile Bekehrungsstreit macht jetzt eingetroffen. Die sind jetzt auch soweit, eigentlich marsch- und kampfbereit. Bauen wir erstmal noch so gechillt aus. Ist ganz schön eine große Truppe drin. Lassen wir mal aber so sein. Schaffen wir dahin, die sollen ja dann die rüberbringen nach Tunis. Ja, die sind ein bisschen angerobbt. Sollen wir ein bisschen chillen. Die müssen aber trotzdem
einen Angriff zum Beispiel von denen problemlos widerstehen können. Und die fühlen sich eh wahrscheinlich schon bedroht durch die Truppe. Sieht man wieder, es lohnt sich einfach die Straßen auszubauen. Ja, hier läuft das mit dem Protestantismus auch ganz gut. Fort Stolpe. Sehr schön. Bauen wir gleich aus. Das Geld ist es mir wert. So. Die sollen ja nur Grenzsicherung machen, das langt schon. So, die Truppen verschieben nach Westen, um das spanische Nordafrika nach aufzurollen. Die schließen sich da an. Die kann schon mal nach Süden abrücken. Das war eher so eine Miliztruppe, aber die soll reichen. Soll halt mit. Ja, soll ich mir jetzt so anstellen. Wobei andererseits, die Miliz hätte ich auch in Paris lassen können, gell? Ja, hinterher ist man immer so, ja, egal. Wobei, da wird ja eh gerade Miliz rekrutiert als Garnison und so weit, alles gut. So, das wird jetzt wieder aufgebaut. Die sind soweit happy, das läuft. Ich verlege nochmal hier hin. So, das Geld sparen wir jetzt aber mal. Wir bauen jetzt nicht in den irgendwelchen Provinzen noch irgendwas. Sondern das muss man nutzen und in Frankreich und Italien. Ach guck mal, nee, da müssen wir noch was bauen. Aber was brauchen wir jetzt eigentlich gerade? Genau, gut. So, schön. Das läuft auch so weit. Ach man, das war die venezianische Flotte. Wieder repariere, damit der Handel wieder läuft und die Leute glücklich sind. So, die belagern Hessen, die verschieben sich an die Pyrenäengrenze, um die Spanierbesitz zu bespaßen. Rundewechsel. Ach, guck an, da dödelt noch einer rum. Die Spanier ziehen natürlich auch Kräfte zusammen, müssen sie ja auch, denen geht wahrscheinlich auch schon übelst die Muffe. Jetzt wo ich ja quasi alle Fronten mehr wie den Rücken frei gemacht habe, bis auf Hessen. Das mag mir nicht behagen, was machen die Russen da? Ja, ich habe ja gehofft, die wollen sich nur mit den Mogalen rumhauen und so, kein Stress mit mir. Sollen sie schön in Indien ein bisschen austoben, während ich die Spanier aus Europa vertreibe. Dann können die Amis von mir aus sich in der neue Welt erstmal ein bisschen ausdehnen. Ich mache mir dann Gedanken über die Russe. Aha.
sehr schön. Ja, läuft. So. Gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, gebe ich ehrlich zu, aber wir müssen ja den Protestantismus verbreiten und die Leute glücklich machen. Und da ist das immer eine super Möglichkeit. Ja, die sitzen jetzt da drin und legen ihre Wunde, sollen sie ruhig machen. Ha, läuft. Mal ein bisschen Geld in die Hand nehme und die Provinz ein bisschen ausbaue. Ja, oder halt so. Wir könnten die eigentlich platt machen, gell? So, das läuft soweit auch. Jetzt dürften die Spanier aber so langsam sich auch ihre Gedanken machen. Eigentlich voll sinnlos ist das jetzt noch, egal, Ordnung muss sein, weil ich die wahrscheinlich so früher später auflösen wird, aber gut, würde sagen, mal wieder, weil wir können den mal nach Süden schicken, den nach Westen. Dass ich die Äuglein aufmache. Was macht er denn jetzt? Wo läuft denn hin? Alter! Russland baut sich auch sehr ordentlich aus.
Okay, ich würde aber sagen, ich setze schnell einen Cut und dann kommen wir gleich wieder und dann verhauen wir hier die Spanier vor Tripoli. Bis gleich. Tschüss.